Hallo und willkommen zurück zu den Denkreisen. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, mich detaillierter in die Ereignisse um das Wiedertäuferreich in Münster einzulesen. Und im Geiste von YouTube halte ich schrittweise meine Erkenntnisse hier fest. Falls du die vergangenen Episoden noch nicht gehört oder gesehen hast, wäre es besser, erstmal am Anfang anzufangen, denn hier geht es von Cliffhanger zu Cliffhanger. Ich habe alle Folgen darum in eine eigene Playlist verpackt. Mit der Ankunft des Propheten Matthäus in Münster kam eine neue Dynamik in die Bewegung rein. Auf viele Münsteraner wird der Holländer wie eine Art Star gewirkt haben, jemand, über den man bereits viel gesprochen hatte und der nun doch in Person in Erscheinung getreten ist. Doch auf andere mochte sein impulsiver Charakter einschüchternd gewirkt haben. Angesichts der aktuellen Ereignisse würden den Bewohnern der Stadt harte Entscheidungen bevorstehen. Und Matthäus war nun da, um auf diese Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Der Visionär stellte sich sogleich sichtbar an die Spitze der Bewegung. An dieser Stelle muss man vielleicht kurz das Dogma der Wiedertäufer anschauen. Melchior Hoffmann hatte diesen Zweig der Reformbewegung von Straßburg über Emden nach Amsterdam getragen. Und die Ideen der Wiedertäufer deckten sich noch immer zum beachtlichen Teil mit seinen Visionen. Als erstes lehnte die Bewegung jeglichen Herrschaftsanspruch des Klerus ab. Harte Forderung innerhalb einer Gesellschaft, die komplett von Bischofsfürsten regiert wurde, also von Männern, die sich überhaupt keine Mühe machten, zwischen weltlichen und kirchlichen Prozessen zu trennen. Ganz wichtig war hierbei die Ablehnung der Kindheitstaufe. Die Melchioriten und damit auch die Anabaptisten in Münster waren ja der Meinung, dass Christus durch den Kreuzestod nicht nur die Sünden aller Menschen auf sich genommen hatte, sondern dem Menschen damit auch die Willensfreiheit zurückgegeben hat. Und so wie sich einst Adam vor der Schlange frei entschied, konnten seine Nachkommen es nun wieder tun. Der Mensch kann die Erwachsenentaufe annehmen oder nicht. Doch hierbei ist es eben wichtig, dass der Mensch bereits erwachsen und somit mündig für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich ist. Das sind theologisch keine uninteressanten Gedanken. Schädlich an dieser Ideologie war letztendlich all der apokalyptische Mischmasch, der dem beigemengt wurde. Die ewigen Drohgebärden, dass Gott schon bald jene strafen wird, welche die wahre Lehre nicht annehmen, verfehlte seine Wirkung auf der Straße nicht. Aber für große Teile des gebildeten und gehobenen Mittelstands waren diese Predigten auch mal unverdauliches Zeug. Die Wiedertäufer in Münster hatten ihre eigene Doktrin verglichen mit Melchior Hoffmann nur geringfügig abgeändert. Doch das zentrale Thema, das sie hinzufügten, das hatte es in sich. Es betraf die Frage des Widerstandes und der Gewalt. Die Wiedertäufer sollten fortan nicht passiv auf Gottes Gnade warten, wie es katholische Prediger seit Generationen gefordert haben, sondern sollen selbst den Kampf gegen die ungerechte Obrigkeit aufnehmen. Also ein Kampfgedanke, der den wenige Jahre zuvor niedergeschlagenen Bauernaufständen durchaus ähnelt, über die wir in der ersten Episode ja berichtet haben. Melchior Hoffmann befand sich in jenen Tagen, über die wir hier sprechen, bereits im Kerker von Straßburg. Er war ein Jahr zuvor, im März 1533, in seine Wahlheimat zurückgekehrt und hoffte dort bei seinem zweiten Anlauf endlich seine protestantische Glaubensrichtung zu etablieren. Und für einen kurzen Augenblick schien es für ihn in kleinen Schritten bergauf zu gehen. Ironischerweise waren es die aktuellen Neuigkeiten aus Münster, die ihm hierbei wohl ein wenig geholfen haben, wieder eine solidere Anhängerbasis zu schaffen. Doch am 20. Mai 1533 wurde er dann verhaftet und erneut ins Gefängnis gesteckt, wo er zum Ende des Jahres 1534 verstarb. Zurück nach Münster. Die radikalen Ideen der Wiedertäufer haben eine deutliche Funktion. Sie polarisieren die Stadt und zwingen ihre Bürger dazu, Stellung zu beziehen. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Die Anabaptisten wollen keine halbgaren Leute um sich, die mit dem Strom mitschwimmen, ohne sich konkret entschieden zu haben, ob sie nun mehr mit Luthers Ideen stehen oder sich der Führung von Jan Matthäus unterwerfen. Eine Menge Münsteraner hatte sich damals entschieden, lieber die Sachen zu packen und aus der Stadt zu fliehen. Denn dass die Situation zu einem kleinen regionalen Krieg eskalieren würde, mit Münster in der Mitte, werden einige bereits erwartet haben. Und die Wiedertäufer haben damit auch gerechnet, die Idee, Eigentum von jenen zu beschlagnahmen, die sich gegen sie stellen und lieber das Exil suchen, war ja schon eine Weile auf dem Strategietisch. Ohnehin waren nach dem hastigen Friedensschluss vom 11. Februar, von dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, die offiziellen Vertreter der katholischen und evangelikalen Liga bereits aus der Stadt geflohen. Ihre Anhänger waren also auf sich allein gestellt.
Bischof von Waldeck hatte zuvor noch seine bewaffneten Einheiten in der Stadt, die dort unter dem recht verharmlosenden Namen Liga der Ordnung operierten. Als sich diese an ihn wandten und ihn baten, zusätzlich seine 2000 Landsknechte zu entsenden, war der Ärger vorprogrammiert. Unter der Führung von Matthijs und Rottmann und Jan van Leyden lieferten sich die Stadtbevölkerung und die holländischen Anabaptisten Seite an Seite Straßenschlachten mit den bischöflichen Söldnern und vertrieben sie schließlich aus der Stadt. Die Katholiken hatten vorerst in der Stadt verloren, doch auch die lutheranischen Ideen waren bedroht. Schon bald wurden die Bürger von Münster gezwungen sein, bezüglich der Wiedertäufer Farbe zu bekennen. Die Anabaptisten würden ihre revolutionären Ideen zum Prüfstand eines jeden Einzelnen machen. Doch zurück zu dem historischen Ablauf. Zur selben Zeit, als Matthijs und Juvertchen in Münster eingetroffen waren, kündigte man neue Ratswahlen an. Unter Matthijs Aufsicht wurden nun auch umfangreiche Vorbereitungen bezüglich einer Belagerung unternommen. Am 23. Februar war es dann soweit. Die Täufer gingen selbstbewusst in den Wahlgang rein, der zu diesem Zeitpunkt durchaus den ordentlichen Gepflogenheiten des Stadtrats entsprach. Doch Jan Matthijs hatte in einer seiner vorigen Reden die Stadt bereits zum neuen Jerusalem erklärt und machte damit deutlich, dass eine Entscheidung zugunsten der Anabaptisten eine Entscheidung zugunsten der Weltgeschichte ist, zugunsten von Gottes Gnaden. So kündigte Jan Matthijs das Ende der Welt bereits für das kommende Ostern 1534 an. An diesem Tag werde Christus zurückkehren, weissagte er, und die gesamte Welt, bis auf Münster, das neue Reich Gottes, werde zerstört. In seinem Auftreten gab sich Jan Matthijs oft ausgelassen und theatralisch und zeichnete sich als leidenschaftlicher Verführer und einfacher, doch talentierter Rhetoriker aus. Doch im Gegenzug dazu berichtete man auch über tiefe Stimmungsschwankungen und tagelange Melancholien, die ihn in regelmäßigen Abständen befielen. Heute nimmt man an, dass Jan Matthijs an einer schweren bipolaren Störung litt. Eine etwas schärfere Zunge könnte einwenden, dass jede Gründung einer Religion in der einen oder anderen Form Geisteskrankheit voraussetzt. Dennoch finde ich es vergleichsweise schwer zu dechiffrieren, wo bei einer Gestalt wie Jan Matthijs das Kalkül aufhörte und der tiefe Glaube an die Richtigkeit der Vorgänge begann. Münster sollte also die Hauptstadt eines neuartigen Königreichs Zion werden, das sich schon bald in Europa ausbreiten und eines Tages die ganze Welt umspannen sollte. Denn dies war der wahre Wille Gottes. Schon bald wurden massenweise Erwachsenentaufen angeordnet, um die Bevölkerung auf eine gemeinsame Doktrin einzuschwören. Wer sich weigerte, musste sogleich ohne Hab und Gut auswandern. Die Sieger der Wahlen lauten Bernd Knipperdoling und Gerd Kippenbrock, beide treue Anhänger Rottmanns und Matthijs. Beide sind Geschäftsleute, beide sind Tuchhändler. Knipperdoling war sich freilich nicht zu schade gewesen, in seiner hastigen Wahlkampagne den Heiligen Geist heraufzubeschwören, der ihm angeblich regelmäßig erschienen sei. Der uns weniger bekannte Gerd Kippenbrock wird auch zum Aufseher über die Befestigungsanlagen erklärt. Draußen vor der Stadt tauchen nun vereinzelt Reiterlager des Bischofs auf. Es sind 115 Adelige und 26 Erbmänner freilich zu wenig, um Münster aus der Hand der Täufer zu befreien. So sperren sie sämtliche Zugangsstraßen und verhindern oder zumindest erschweren den alltäglichen Waren- und Lebensmittelhandel mit Münster. Ob diese Maßnahme über die übliche Schikane unbescholtener Bürger hinausgeht, weiß ich nicht. Aber den meisten, die nun nach Münster strömen, kann man kaum ansehen, ob sie Wiedertäufer sind oder nicht. Doch das Wiedertäufermandat von 1529, beschlossen beim Reichstag zu Speyer, gilt noch. Und nach dieser Bestimmung steht auf die Zugehörigkeit zum Anabaptismus die Todesstrafe. Wörtlich besagt das Mandat, dass alle und jene Wiedertäufer und wiedergetaufte Mann- und Weibspersonen verständigs Alters vom natürlichen Leben zum Tod mit Feuerschwert oder dergleichen nach Gelegenheit der Personen ohn vorgehend den geistlichen Richter, Inquisition, Gericht und gebracht werden. Die Wiedertäufer wurden also zum Freiwild erklärt und durften jederzeit getötet werden. Das war aber eben seit Jahren nichts Neues. In Städten wie Münster konnte das Wiedertäufertum dennoch aufblühen, da oft der politische und bürgerliche Wille fehlte, dieses Mandat umzusetzen. Und dennoch haben wir in einer früheren Folge festgestellt, dass in jenen Jahren hunderte Wiedertäufer in deutschen, niederländischen und schweizerischen Gebieten hingerichtet wurden. Nun, da die Wiedertäufer mehr oder minder legitim ihre Macht über die Stadt bestätigt haben, dreht Jan Matthijs, den Helmut Larkamp als einen düsteren Fanatiker bezeichnet, richtig auf. Unvergessen
bleibt sein Bildersturmbefehl vom 24. Februar. Matthäus fordert seine Anhänger auf, die bischöflichen Residenzräume zu stürmen und zu verwüsten. Bischof Franz von Waldeck hatte nie in der Stadt gewohnt, das tat er sich gar nicht erst an. Er residierte von Osnabrück aus. Fast genau ein Jahr zuvor hatte er im Zuge der Konflikte zwischen den Rottmann-Anhängern, den Lutheranern und den Katholiken der Stadt bestätigt, sie besäße in Reformsache eine religiöse Meinungsfreiheit. Nun, ein Jahr später, wird er darüber nur noch mit den Zähnen geknirscht haben. Die Wiedertäufer machen vor nichts Halt. Sie brechen Tabernakel auf, zerstören Heiligenstatuen, verbrennen Gemälde. Besonders im Paulusdom wird viel Schaden angerichtet, wo Altar, Orgel und eine kunstvolle astronomische Uhr als Symbole des alten Glaubens zerstört werden. Die Zerstörungswut greift schließlich auch auf das Stadtarchiv über. Ob die Schuld- und Rentenbriefe, mittelalterliche Bürgerbücher oder eine gestiftete Bibliothek, all das geht an diesem Tag in Flammen auf. Halten wir mal kurz inne. Der bärtige Unhold aus Haarlem hat das Stadtarchiv von Münster einfach verbrannt. Ich meine, jeder Historiker, der heute die Geschichte Münsters studiert, muss sich bei allem, das sich vor 1534 ereignete, auf Unterlagen stützen, die aus Archiven umliegender Städte stammen. Denn in Münster gibt es dazu gar nichts mehr. Es ist alles im Namen Gottes verschwunden. Zieh dir das mal rein. Man kann also verstehen, dass gerade auch die Historiker durch die Jahrhunderte eine echte Allergie gegen das Täuferreich hatten. Am folgenden Tag, am 25. Februar, schlagen die Wiedertäufer auch außerhalb der Stadtmauern zu. Sie verwüsten das in Sichtweite der Stadt stehende St. Mauritz-Stift, denn sie wollen den bischöflichen Landsknechten keine Gelegenheit bieten, dort bequem Lager aufzuschlagen. Man brennt Hecken, Scheunen und Gartenhäuser nieder, um von den Mauern der Stadt ein besser überschaubares Schussfeld für die Kanonen zu haben. Es gibt zu diesem Zeitpunkt niemanden, der noch glaubt, der Krieg könnte abgewendet werden. Am frühen Morgen organisieren die Wiedertäufer ihren bisher größten Pogrom. Sie streifen bewaffnet und laut rufen durch die Stadt und schlagen bei den erschrockenen Münsteranern gegen die Türen. Sie rufen dazu auf, sich jetzt und heute der Erwachsenentaufe zu unterwerfen oder die Stadt zu verlassen. In der Februarkälte fliehen an diesem Tag über 2000 Männer aus der Stadt. Man beschimpft sie als unbußfertige Heiden. Viele von ihnen lassen die Ehefrauen zurück, um das Hab und Gut zu sichern. Dies ist ein wichtiges Detail, von dem später noch die Rede sein wird. Behalte es im Hinterkopf, denn wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Karl-Heinz Kirchhoff hält allerdings fest, dass dies viel mehr als nur ein wilder Amoklauf religiöser Fanatiker war. Es wurden auch Bücher über diesen Tag geführt. Man hatte nach dem Pogrom die Haushalte katalogisiert. Der Vermerk "He ut, se in", also er, der Mann draußen, sie, die Frau noch drin, wurde verwendet. Oder umgekehrt, der viel seltenere Vermerk "Se ut, he in". Die überwiegend männlichen Scharen aus Katholiken und Lutheranern verlassen Münster. Frauen und Kinder bleiben zurück. Kommt das jemandem bekannt vor? Ich frage mich, ob bei der Ankunft dieser flüchtenden Handwerker, Schmiede, Tuchhändler und Landarbeiter sich die Bewohner von Osnabrück und Paderborn und Detmold auch gefragt haben, wie das sein kann, dass die Flüchtlinge nur Männer sind und ob das nicht etwas verdächtig sei. Dieser Seitenhieb nur am Rande. Es fand natürlich auch ein Gegenstrom statt. In Scharen zogen die Anabaptisten aus der gesamten Umgebung in die neue Hochburg ihrer Bewegung. Wir hatten bereits in der letzten Episode die Gebrüder Grechting erwähnt, der eine ein Pfarrer, der andere ein kleiner Ortsrichter. Sie würden bald eine große Rolle spielen in der neuen Organisation. Doch es kommen allerlei zwielichtige Gestalten in die Stadt. Holländer und Friesen, deren Motive unklar sind. Ehemalige Söldner, die Gott gefunden haben. Überbleibsel der Bauernkriege oder anderer Konflikte, an denen diese Ära so reich war. Der Chronist Heinrich Gräßbeck bezeichnet sie als Böswichter. Larkamp spricht von 700 bis 800 Männern aus der niederländischen Region. Doch einer der auffälligsten Merkmale dieses Zustroms in die Stadt sind die Frauen. Sie kommen zahlreich, mindestens dreimal so viele Frauen als Männer. Auch hier zeigt sich die freiheitliche Faszination, welche die Anabaptisten auf Frauen ausüben. Doch jene Gesellschaft, die Matthäus und Jan van Leyden vorschwebt, ist keine feministische Gesellschaft. Und hier wird sich schon bald ein gewichtiges Problem abzeichnen. Helmut Larkamp schreibt über diesen gräulichen Tag: Erschütternde Tragödien zeichnen sich ab. Alte Ehepaare wie etwa Egbert Bertholding sind krank und schicken trotzdem ihre Kinder, Sohn und Tochter aus der Stadt. Der lutherische Ratsherr Johann Flaßkamp verlässt am 27. Februar mit zwei Söhnen Münster. Seine Frau ist schwer erkrankt. Als er mit einem Fuhrwerk vor das Stadttor kommt, um sie abzuholen, sind die Tore geschlossen und sie muss in Münster zurückbleiben.
Die Ausgewiesenen dürfen von ihrem Besitz nichts mitnehmen, nicht einmal Proviant. Sie müssen bei Verwandten und Bekannten in den Dörfern und Städten des Münsterlandes ungewisse Unterkunft suchen. Bisher im Glauben noch schwankende oder auch zur Verteidigung der Stadt mit den Täufern bereite Bürger, die nicht ihre alten Vorrechte aufgeben wollen, bleiben lieber am Ort ihres Besitztums. Andere Bürger lassen ihre Knechte oder Mägde zu Besitzwaren zurück. Die Vertreibung ist religiös als die Reinigung von den Ungläubigen motiviert. Man schätzt die Anzahl der wehrfähigen, neu getauften Männer, an denen die Prädikanten am 27. Februar auf dem Markt die Glaubenstaufe vollziehen, auf etwa 300 Köpfe. Ihre Namen müssen bei den Bürgermeistern Knipperdolling und Kippenbrock angegeben werden. Alle in der Stadt verbliebenen Frauen, jung und alt, werden ein zweites Mal getauft. Ihre Zahl übersteigt beim Weiten die Zahl der Männer, doch sind viele Alte und Kranke unter ihnen, die auch von den Prädikanten in ihren Häusern getauft wurden, wie Gräßbeck berichtet. Viele nehmen diese Wiedertaufe wohl gutwillig an, manche nur gezwungen. Mehr als 1000 Kinder jeden Alters bleiben häufig bei einem Elternteil zurück. Nur wenige der vertriebenen Männer und Frauen glauben damals an eine längere Dauer ihrer Vertreibung oder der Belagerung. Fast alle rechnen mit einer baldigen Rückkehr in ihre Heimatstadt. Manche Bürger nehmen aktiv an der Bekämpfung der Täufer teil. Es gibt zu all dem natürlich auch eine andere Seite, die uns leider die Geschichtsbücher nicht hinterlassen haben. Denn eine solche Geschichte wird immer von den Siegern geschrieben. Wir wissen eben nicht, wie viel Wut und welch ein tiefes Gefühl von Ungerechtigkeit diese Menschen empfunden haben. Seit Jahren hat man sie zu Gesetzeslosen erklärt und wenn ein Edelmann aus bloßer Laune heraus sie töten wollte, stand es ihm zu. An ihren Prädikanten stempelte man auch gerne ein Exempel. Die Zustände in Münster waren eher eine Ausnahme und hatten mit einer grundsätzlichen, lebhaften Reformsituation innerhalb der Stadt zu tun. Im Süden Deutschlands oder in der Schweiz verfuhr man mit den Wiedertäufern mit aller Härte. Man köpfte sie, man ertrank sie und man verbrannte sie. Während also bis zum Sonnenuntergang des 27. Februars all diese hastige Migration aus der Stadt hinaus und in die Stadt hinein findet, treffen die ersten feindlichen Truppen vor Münster ein und schlagen ein Lager auf. In der Stadt finden währenddessen unentwegt Massentaufen statt. Hier beschreibt Helmut Larkamp ein interessantes Detail. Die von außen kommenden Wiedertäufer, also überwiegend Holländer, erhalten durch ihre Landsleute Matthijs und van Leyden kleine Erkennungszeichen, die sie auf der Kleidung tragen. Sie gelten als zuverlässige Gefolgsleute. Doch bei den 300 jungen Münsteranern, die sich angesichts des Vormittagspogroms bereit erklärten, sich taufen zu lassen, verfährt man deutlich misstrauischer. Man wiegt sie erstmal in dem Glauben, man würde sie aus der Stadt vertreiben, direkt in die Arme der eintreffenden Landsknechte, von denen sie nicht mehr als einen Schwertstoß zu erwarten hätten. Dann lässt man sie in der Februarkälte stundenlang in Ungewissheit auf dem Boden liegen. Erst später treibt man sie schließlich in die Lambertkirche, wo Jan van Leyden ihnen wie eine Art Hohepriester die Absolution erteilt und sie zu vollwertigen Mitgliedern erklärt. Erst dann erhalten diese Männer ihre Waffen zurück. Ähnliches findet parallel im Dom von Münster mit den Frauen statt. Und so begann die Belagerung von Münster. Und ein Datum rückte immer näher, der 5. April 1534, Ostern. Der Tag, an dem Gott und sein Sohn in die greifbare Welt zurückkehren würden, um das Strafgericht über die Korrupten und die Heiden zu halten. Jan Matthijs' Strategie basierte zu großen Teilen auf der Erwartung dieses apokalyptischen Datums. Viele Anhänger innerhalb der Stadtmauer nahmen das sehr ernst. Sie fühlten sich deshalb vermutlich sehr siegessicher. 5 oder 6 Wochen Belagerung, das halten wir leicht durch. Und dann wird er kommen und die Führung übernehmen. Und darüber sprechen wir in der nächsten Episode. Ich hoffe, diese Reihe findet dein Interesse und dein Gefallen. Wer detaillierter über diese Ereignisse lesen möchte, dem kann ich das Drama der Wiedertäufer von Helmut Larkamp empfehlen. Oder das knapp und essentiell gehaltene Büchlein Das Reich der Wiedertäufer zu Münster von Hermann Rothart, überarbeitet von Karl-Heinz Kirchhoff. Und so bleibt nur noch zu sagen, sei neugierig, lies Bücher, und lasse dich nicht polarisieren. Oh.